LTE ist eine Abkürzung und steht für Long Term Evolution, ein neuer Mobilfunkstandard. Das Datentempo ist enorm. LTE ist um ein Mehrfaches schneller als jeder DSL-Anschluss und auch deutlich schneller als der bisherige Mobilfunkstandard UMTS. Bis zu 300 Megabit pro Sekunde sind bei LTE technisch möglich. Das ist 18 Mal schneller als ein normaler DSL-Anschluss zu Hause. Und das macht sich bemerkbar. Online ausgeliehene Filme starten flotter. Musikdownloads sind um ein Mehrfaches schneller erledigt. Webseiten bauen sich rasant auf. LTE ist ein regelrechter Datenturbo. In ländlichen Gebieten wird LTE dazu eingesetzt, um flächendeckend ein schnelles Internet anzubieten, zu Hause. LTE bringt das Internet per Funk nach Hause, ohne DSL-Anschluss. Man braucht ein spezielles LTE-Modem und kann dann mit 7,2 Megabit pro Sekunde online gehen. Ein echter Fortschritt. Für viele, die auf dem Land wohnen, bedeutet das ein 7-mal schnelleres Internet als bisher. In Städten und Ballungsgebieten hingegen kommt ein noch schnelleres LTE zum Einsatz für Mobilgeräte. Hier werden momentan bis zu 100 Megabit pro Sekunde angeboten. Damit lassen sich mühelos Filme in HD-Qualität übertragen, ohne jede Wartezeit. Die Mobilfunkprovider bauen ihr LTE-Netzwerk gerade aus. Derzeit sind allerdings nur rund 60 Städte mit LTE versorgt. Außerhalb dieser Zonen gibt es bislang kein LTE. Wer LTE unterwegs nutzen will, der muss mehrere Hürden nehmen. Zum einen ist ein Smartphone nötig, das LTE auch unterstützt. Aber genau hinschauen, das iPhone 5 zum Beispiel kommt nur mit dem LTE-Netz der Telekom klar. Andere Smartphones wie das Samsung Galaxy S3 unterstützen alle LTE-Netze. Dann muss man sich in einem Gebiet aufhalten, das bereits mit LTE versorgt ist. Und man braucht einen speziellen Datentarif, der LTE auch erlaubt. Hier sind meist Aufschläge zu zahlen, mindestens 10 Euro im Monat, oft sogar deutlich mehr. Günstig ist LTE also nicht gerade. Wir sind eins. ARD.